Feuerwehrübung. Morgen wird unser Friedeli getauft. Mutter hat eine Biskuit-Torte gebacken. Die liegt schon abeinandergehauen auf dem Küchentisch. Jetzt geht sie noch an die Backcreme für die Füllung her. Das Friedeli liegt im hochrädrigen Kinderwagen aus Bedingerohrpflecht im Birchlischatten gerade bis Berlis Gartenhag. Man hört kein Müchsli von ihm. Die Feuerwehr hat eine Übung heute Mittag, also am Samstag. Sie üben mit den grossen Leitern ans Nachbarshaus. Ein paar stehen um den Hinterrand herum und ein paar sind bei uns hinten raus. Es wäre noch gut zum Zuschauen. Aber bei der Mutter in der Küche ist auch gut. Vielleicht gibt es etwas zum Probieren oder Ausschlecken. Mutter rührt Creme kalt. Urchendellige Creme geht nicht gut. Es kommen dann noch geschwungene Nidel drunter. Nur mit Mühe ist der Nidel endlich steif geworden. Man hat ja keinen Kühlschrank gehabt und hat Nidel zusammengesammelt oder frisch Zentrifugen gehabt. Und da ist dann eine ewige Länge gegangen, bis man sogenannten Schlagrahm gehabt hat. Sie lehrt dann in die Gremien und macht mit dem Schneebesen das Zeug untereinander. Ih, wie schön! Die Tortenfüllung läuft ganz breit und gemütlich zum Becken aus auf den Tortenboden runter. Mein Lust ist gross und das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Mutter merkt es allweg und lässt noch einen ordentlich grossen Rest im Becken hin. Seh, da hast du noch den Löffel, sagt sie. Kannst raus auf die Zelle hocken und das Zeug ausschlecken. Ich geniesse diese wunderbare Creme und bin total glücklich und zufrieden. Nun mein Kreuz auf dem Hausplatz raus. Die Feuerwehr hinter dem Haus muss allweg Spritzen üben. Hinten auf dem Hausplatz, wo der Kinderwagen steht, da regnet es ja. Und das Friedeli in seinem Wagen wird den Tag zu früh getauft. Ich habe nicht gewusst, dass meine Mutter so gut rennen kann. In einem Schwick ist sie beim Kinderwagen hinten und schürt ihn zur Niederschlagszone aus. Sie nimmt den armen Friedeli zum Wagen aus und geht ihr mit ihm. Und ich schlecke noch mit dem Finger das Becken sauber aus und gehe dann auch noch der Feuerwehr zuschauen.